Heute sprechen wir von der Unwissenheit der Jahiliya, wenn wir über die Zeit vor der Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala reden. Eine Zeit, in der die Menschen darüber entschieden, was gut und was schlecht ist. Eine Zeit, in der die Menschen selbst versuchten, Lösungen für die gesellschaftlichen Probleme zu finden. Eine Zeit, in der die Starken die Schwachen unterdrückten und über sie herrschten. Was ist nur aus den Nachkommen Ibrahim a.s. geworden? Der Prophet, den Allah subhanahu wa ta'ala seinen Freund nennt. Der Prophet, der für seine Nachkommen folgende Dua sprach, nachdem er sie in Mekka zurückließ. Und unser Herr, erwecke unter ihnen einen Gesandten aus ihrer Mitte, der ihnen deine Worte verliest und sie das Buch und die Weisheit lehrt und sie läutert. Denn wahrlich, du bist der Allmächtige, der Allweise. Aus dieser Aya verstehen wir, dass die Rechtleitung für die Nachkommen Ibrahim a.s. eines Tages vonnöten sein soll. Zudem wird in diesem Vers die Verwandtschaft von Ibrahim a.s. zum Gesandten sallallahu a.s. deutlich. Wir wollen uns einmal genauer anschauen, wie sich die verschiedenen Stämme entwickelt haben und was ihre Rolle im Regierungssystem war. Seit der Errichtung der Kaaba waltete Ismail a.s. über Mekka und war bis zu seinem Lebensende verantwortlich für das heilige Gebiet. Nach ihm übernahmen die Führerschaft zwei seiner Söhne. Später übernahm ihr Großvater mütterlicherseits, Mudad bin Amr al-Jurhum, die Führung. Einige Konflikte durch Einmärsche der babylonischen Dynastie führten dazu, dass er seinen Einfluss verlor. Darauf festigte sich die politische Rolle der Adnan, den Nachfahren von Ismail a.s. Aus ihnen entstanden viele weitere Stämme, darunter auch die Quraysh, die sich in und um Mekka herum auf der arabischen Halbinsel verbreiteten. In der Stadt rangen die verschiedenen Stämme um eine Führungsposition. Der Machtkampf führte dazu, dass sich die Stämme zusammentaten, um einen anderen Stamm zu vertreiben. So wurde der Stamm von Jurhum aus der Stadt vertrieben, nachdem sie anfingen, die Pilgerer schlecht zu behandeln. Die Pilgerer waren wichtig für die Stadt, da die Mekkaner abhängig vom Handel mit ihnen waren. Deshalb legten die Führer großen Wert darauf, sie gut zu behandeln. Nachdem der Stamm der Jurhum vertrieben wurde, riss der Stamm der Khuza'a die Macht an sich. Ihr Führer war es, der die erste Götzenstatue nach Mekka brachte. Die Führung des Stammes Khuza'a weilte etwa 3 Jahrhunderte. Nach dem Tod des damaligen Führers nutzte sein Schwiegersohn Qusay bin Kilab die Gelegenheit, die Macht an sich zu reißen. Er verbündete sich mit den Banu Kinana, um gegen die Khuza'a in den Kampf zu ziehen. Beide Seiten bündelten ihre Kräfte und trafen nördlich von Mekka aufeinander. Väter, Brüder und Söhne ließen in der Schlacht ihr Leben. Viel Blut wurde vergossen. Jedoch war ein eindeutiger Sieger nicht erkennbar. Waren all diese Männer umsonst gestorben? Ohne Grund, für nichts und wieder nichts? Ihr Einsatz sollte nicht sinnlos gewesen sein. Es musste eine Entscheidung her. So wurde ein Schiedsgericht einberufen und Verhandlungen geführt. Qusay sollte für die Verluste der Khuza'a ein Blutgeld zahlen. Im Gegenzug mussten die Khuza'a die Herrschaft an ihn übergeben. Somit wurde Qusay der neue Herrscher. Er siedelte die Quraysh in Mekka an und brachte eine Erneuerung in das Regierungssystem. Er gründete Darun Nadwa, das Versammlungshaus. Hier wurden politische Gespräche geführt und über die Angelegenheit der Menschen gesprochen. Qusay besaß hier absolute Autorität. So war es ihm vorbehalten, Eheverträge zu schließen, Kriege gegen andere Stämme zu erklären, die Handelskarawanen zu kontrollieren, die Pilger zu versorgen und über das Tor der Kaaba zu wachen. Qusay hatte 3 Söhne. Einer von ihnen war Abd Manaf. Obwohl er nicht der Älteste war, sollte er sein Nachfolger werden. Da die Entscheidungen von Qusay unantastbar waren, führte sein Tod zu keinerlei Unruhen zwischen den Söhnen. Mit dem Tod von Abd Manaf jedoch brachen Konflikte unter ihnen aus. Schließlich wurde ein Friedensvertrag geschlossen, worin man die verschiedenen Zuständigkeiten der Führerschaft festhielt.
Des Weiteren wurden verschiedenen Stämmen der Quraysh bestimmte Verantwortungen übergeben. Dies drängte sie dazu, sich in ihrer Arbeit zu bemühen und festigte somit die Strukturen des Systems. Zwei Generationen später wurde die Führerschaft Abdul Muttalib zugewiesen, dem Enkel von Abd Manaf ibn Qusay, der auch bekannt ist als der Großvater des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Somit nähern wir uns dem ersehnten Zeitpunkt der Geburt des Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Offenbarung Allahs. So sagte er subhanahu wa ta'ala im edlen Koran: Er ist es, der unter den Analphabeten einen Gesandten aus ihrer Mitte erweckt hat, um ihn seine Verse zu verlesen, sie zu reinigen und ihn die Schrift und die Weisheit zu lehren, obwohl sie sich zuvor in einem offenkundigen Irrtum befanden. Was genau ist damit gemeint? Hatten die Mekkaner etwa ihren Glauben an Allah als Schöpfer verloren? Oder in welchem Irrtum befanden sie sich sonst?